Hallöchen und willkommen zurück zu Animal Crossing New Leaf. Liebe Bewohner, heute findet das Insektikus-Turnier statt. Ziemlich früh, muss man sagen. Es ist einfach der dritte Samstag vom Juli und es ist gerade mal der 16. Richtig krass. Hat mich richtig verwundert. Aber ja, Leute, damit begrüße ich euch zu einer neuen Folge Animal Crossing New Leaf. Neben dem Insektikus-Turnier ist heute auch was Cooles passiert. Ihr seht schon auf der Karte, wir haben eine neue Bewohnerin, nämlich Rosi. Ich weiß noch nicht mal, wer es ist, aber ich bin gespannt, was wir über sie so rausfinden werden, wer sie sein wird und welchen Charakter sie vor allem hat. Uns fehlt ja ein Charaktertyp, ne? Wenn ich mich nicht täusche. So, und wie gesagt, heute Insektikus-Turnier, das wird interessant, auf jeden Fall. Ich gebe einfach alles ab, was ich so finde. Ja, gut. Oh, die ist neu, ne? Okay, dann müssen wir auf jeden Fall abgeben. Da geht dann definitiv das Insektikus-Turnier nicht vor. Aber ist es toll, weil dann können wir hier jetzt endlich einen schönen Weg verlegen. Genau, er steht immer noch so ein bisschen im Weg, aber das ist eigentlich gar nicht so tragisch. Und Rosi, es sieht am Anfang so richtig doof aus, wie sie sich hingestellt hat. Aber eigentlich ist es dann doch voll cool. Ich habe es mir schon von außen angeschaut. Guckt mal. Erstmal ein richtig schönes Haus und ich mag es eigentlich voll gerne. Kann man hier noch einen Busch hinpflanzen oder sowas in der Art? Sowas halt, ne? Und hier wollte ich eh nicht mehr viel machen, ne? Und dann ist man eben ja auch schon wieder bei ihm hier. Ah, und die Bank ist fertig. Wunderschön. Sehr schön. Ich würde sagen, das ist doch mal ein Foto würdig. Kann ich Emotionen machen? Jo, kann ich. Na dann. Freuen wir uns doch mal. Oder wir machen... Das sieht nicht so toll aus. Oh, gut, aber voll kurz, die Dinger. Das da oben rechts ist übrigens die Falle. Vielen Dank da nochmal für den Tipp. Das habe ich jetzt so gemacht eben. Damit wir nicht immer in eine Falle reintrappen. Oder uns über eine Falle ärgern müssen. So. Das ist die Frage, ne? Ich glaube, ich gucke erstmal, was heute so abgeht. Was wir so für Insekten vielleicht. Yo. Sind das Geräusche? So kann man das, denke ich, mal nennen. So, ich würde sagen, sorry, ich bin ein bisschen verplant heute, habe ich das Gefühl. Die haben, glaube ich, erst ab 20 Uhr manchmal offen. Das muss ich jetzt auch mal demnächst angehen. Genau. So. Dann gucke ich mal jetzt ganz kurz in meine Notizen, wen wir denn theoretisch bräuchten. Ich weiß ja noch nicht, wer Rosi ist. Wir bräuchten einen Bewohner, wo ist es denn hier? Einen Bewohner, der schwungvoll ist. Und ich hoffe mal, das wird sie dann sein. Schwungvoll ist eher so eine Hassliebe, ne? Manche lieben es, manche hassen die schwungvollen Charaktere. Ich bin da so dazwischen, manchmal sind sie voll nett. Aber manchmal sind sie mir einfach auch too over the top. So. Ja, okay. Ach so, wegen dem Event können wir leider nicht unsere Parkbank preisen. Aber ich finde sie ganz schön, die schaut ein bisschen billig aus, aber klar, sie hat 40.000 Sternis gekostet. Die Holzbank sähe vielleicht doch besser aus, aber mein Gott, jetzt ist es eh schon zu spät, ne? So, na dann, das ignorieren wir jetzt einfach mal. Oh, 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 mein Gott, du siehst doch gut aus. Langsamer sein. Ich weiß nicht mehr, wie es geht. Schon so lange keinen mehr gefangen. Aber es sollte passen. So. Und das ist ein Nashornkäfer. Der tanzt mir nicht mehr auf der Nase rum, ja? Da hast du recht, auf jeden Fall. So. Oh, wieder was verscheucht. Ja gut, dann guten Tag. Wir haben auch nicht mehr so lange Zeit. Der Part endet diesmal genau ohne Timeframe. Grüße Gott, junger Jägersmann. Der große Augenblick ist gekommen. Insektikus-Turnier. Das ist im Juli. So, nee, lass mal, wir kennen alle Regeln. Deswegen bin ich ja schon mal da. Carleon. Ich liebe ja seine Brille, ne? Ist einfach mega fancy. So, guck mal, ich habe hier eins für dich. Ich weiß gar nicht, er isst sie doch auch gar nicht auf, ne? So, warte mal, die zwei darf ich nicht abgeben, nur den Nashornkäfer. Weil Museum geht natürlich über alles, über den Verkauf und auch über einen... Ja. So, ein Nashornkäfer, verblüffen. Jo, er isst sie nicht auf. Weil du es bist. So. Okay. Das kann sich sehen lassen, aha. Wie viel? 52. Das ist nicht schlecht. Herzlichen Glückwunsch. Wir sind Platz 1 damit.
Ja, das habe ich mir aber schon fast gedacht, weil jetzt, das lohnt sich halt auch einfach, ne? Ein Garten. Warum auch immer, ich kriege einen Gartenstuhl. So. Dazu sagt man aber, denke ich mal, nicht nein. Deswegen, ja, ich schwinge meine Beinchen, damit wir ja Platz 1 bleiben. Aber ich denke mal, es wird dann auch so bleiben, weil es ist schon 17.34 Uhr. Also denke ich mal, wir haben das in der Tasche, das nächste Turnier. Ich frage mich halt, was man jetzt dafür bekommt, wenn man zweimal erster Platz ist. Ich hoffe den Silberpokal, weil ich würde dann schon gerne Pokalsammlung machen. Weil den Goldpokal haben wir ja schon beim Insektikus-Turnier. Aber ich habe keine Ahnung, wie gesagt. Oh, das hat hier einfach alles. Ich mag meine Wohnsiedlung sehr gerne. So, hallo, De Caroline. Sorry, mit dir habe ich schon so lange nicht mehr geredet. Deswegen Hallöchen. Oh, Hautegen. Lang nicht gesehen. Icke hier war in derselben Stadt und habe dich trotzdem nicht gesehen. Da muss ich direkt losflennen, ne? Ja, I'm sorry. So, das wurde hier wahrscheinlich auch angekündigt, oder? Morgen ist Insekti... Ah, okay, es heißt doch Insektikus-Turnier. Dann vergesst, was ich in der letzten Folge gesagt habe. So, ja, okay. Und die Plastikbank. Erst kennen wir, alles klar. Ja gut, dann würde ich sagen, als nächstes... Es ist so ungewohnt, dass hier jetzt ein Haus steht. Ich möchte hier heute auf jeden Fall auch ein bisschen bauen. Mir fällt gerade auf, wie dumm das eigentlich aufgeht, aber dann müssen wir uns halt nachher doch nochmal bei Noni einloggen. Genau. Ah, die Flieder. Ja, ich find's geil. Eigentlich ist es schon cool, viele Bewohner ausziehen zu lassen, weil ich denke, je mehr man ausziehen lässt, desto mehr Bewohner kommen dann auch mal vorbei zum Shoppen, weil da war schon wieder die Maus. Ich glaube, hieß sie Frieda? Ich glaube schon. Hab schon wieder vergessen. Oh, das ist cool, das Banjo oder was das ist. Und der Fernseher ist auch genial. Der Astro-Fernseher. So. Also wir lassen das heute mit dem Weg verlegen und kümmern uns dann... Oh. Na dann wohl ab ins Museum. Kein Problem. Ich habe zwar nichts gekauft, aber ja. Ganz schade, aber wie es ausschaut, haben wir leider schon alle drei Fossilien in unserer Sammlung. Aber lieber Eugen, ich habe trotzdem was für dich und ich bin jetzt ziemlich blöd, weil ich hätte noch zwei Sachen von Rainer, aber die sind noch im Postfach. Egal, die machen wir dann einfach demnächst, weil zur Post, denke ich mal, kommen wir heute nicht mehr. So, jojo, ganz exquisite Sachen habe ich hier mitgebracht für dich. So, die Einkaufssession kann ich jetzt auch fertig machen. Ich würde sagen, wir gehen jetzt noch einen Witz anhören und dann ab nach Hause und ein Zimmer einrichten. Na dann, bin ich gespannt, was er uns heute für einen tollen Witz auftischt. Dieser Witz heute lautet... Ungeschicklichkeitswitz. Okay, ich bin gespannt. Heute habe ich mir besonders Feines für dich. Genauer gesagt, ein Rätsel. Und zwar kein leichtes. Hör gut zu. Bist du bereit? Dann los. Davon kannst du ausgehen. Ah, nein. Das war schon die Pointe. Egal, weiter. Frag eine Kerze, die andere sagt meist, was er gefährlich. So, warum klappt es nicht? Cool, also haben wir jetzt den Schock. Bitte eher Schock-Emote nennen und nicht, was er da gesagt hat. Das Ungeschicklichkeit. Aber okay, von mir aus können wir es gerne auch so nennen. So, und was wir jetzt als nächstes noch machen, weil jetzt haben wir ja genügend Inventarplätze frei, glaube ich. 3 Stück, ja. Wir werden unser Haus abbezahlen, 500k. Damit wir in der nächsten Folge dann wieder aufstocken können. Oder jetzt vielleicht auch eigentlich. Eigentlich können wir es auch jetzt schon wieder machen. Weil mir geht das hier ein bisschen zu langsam mit der Hausausbauung. Das müssen wir jetzt, glaube ich, täglich so, also jeden Part halt einmal was abbezahlen, denke ich. So. Dann würde ich sagen, ich bezahle erstmal kurz alles, was ich so dabei habe. Und dann sind es ja nur noch 550k. Ja gut, das passt immer noch nicht in meine Tasche. 300 passen rein jetzt oder 400. Irgendwann mal kurz gucken. Na, ich kann gar nichts abzahlen. Warum wird mir dieser Screen mit 0 Sternis in der Tasche überhaupt angezeigt? Aber gut. Ah ja, guck mal, da haben wir noch 16 Millionen jetzt. Krass, ich dachte, das wäre deutlich weniger eigentlich. So, was ist denn das Maximum? Ah, verdammt. Naja, nochmal müssen wir es dann machen. So. Vielen Dank und auf Wiedersehen, jo. Ich hab zu danken. Wir müssen nämlich noch Schulden abzubezahlen, genau. So, dann gehen wir nämlich auch gleich nochmal zu Tom Nuke, würde ich sagen. Wie viel haben wir noch? 150. Das heißt, ich hebe jetzt 200k ab, dann
ist es auf jeden Fall im Rahmen, denke ich mal. So. Und dann können wir noch ein bisschen mein Haus einrichten und zu guter Letzt schließen wir dann wieder ab mit der Siegerehrung vom Insektikus-Turnier. So. Weil ich denke, mit 70 Punkten sind wir halt wirklich schon gut dabei. Ah, was mache ich denn? Ich will ja nur... Weißt du, dann mache ich 215. 171. Dann haben wir wieder einen glatten Betrag hier. So. 15,9. Wunderbar. Jetzt glaube ich, habe ich zu viel, oder? Nee, habe ich nicht. Wunderbar. So, wir heben nochmal. Ja, jetzt haben wir 63.000. Und damit sind wir nicht mehr kreditlastig. Mein Haus ist abbezahlt. Ich war auch schon lange nicht mehr drin, muss ich sagen. Also halt klar im ersten Raum, aber ich glaube, das obere Raum, den oberen Raum haben wir jetzt auch maximiert. Das heißt, es wird jetzt für einen neuen Raum Zeit. Wunderbar. Ich wollte gerade wundercool sagen. Habe ich mich gerade noch zurückgehalten. So, ja, endlich mal nutzen wir mal wieder mehr die Einkaufsmeile. Bei Nepp und Schlepp, so besondere Sachen waren da jetzt nicht, also dass ich die jetzt unbedingt brauche. Guten Tag. Willkommen. Meine Güte, Noni, danke, gut, dass du da bist. Dein Kredit mal wieder vollständig abbezahlt. Krasse Leistung. So, weiterer Umbau, weiß Bescheid. Aber er wird mittlerweile echt teuer, ne? Wir haben noch so viele Ausbaumöglichkeiten vor uns. Und es kostet jetzt einfach jedes Mal so 600.000, 700.000. So, ich würde sagen, wir machen Erdgeschoss hinten. So, oder ist es jetzt wieder billiger? Ah, okay. Das heißt, das Maximieren ist bloß so teuer. 350k knapp. Ja, Türmluck, noch kann ich es mir leisten. Bin ja wirklich gespannt, ob das alles reichen wird, weil es dauert ja jetzt wieder irgendwie 3 Ausbaustufen, bis wir dann da sind. Also wir sollten uns ransetzen, damit das Haus irgendwann mal komplett ist. So, aber jetzt gehen wir es, wie gesagt, mal ein bisschen einrichten. Ich habe richtig Bock drauf. So, ich habe mich gerade umgezogen, das schöne inselige Outfit, das wir in der letzten Folge auf der Insel gekauft haben. Mit diesen schlürfen wir jetzt mal ganz kurz noch einen kleinen, feinen Kaffee von unserem guten Coffee, ein bisschen Coffee Smalltalk. Why not? Das können wir uns doch heute auf jeden Fall auch noch geben. So, ich begrüße und so, ne? Ja, Gur, ich weiß schon Bescheid, mein Lieber. Ich weiß ja nicht, wo meine Hand da gerade ist, aber gut. Das war auf jeden Fall ausgezeichnet mit der richtigen Bitterkeit. Vielen Dank, Kofi. Schön, wunderbar. Danke. Ich danke dir wirklich von Herzen. So, damit starten wir in den vollkommen ausgebauten Raum. Als erstes mal, das ist jetzt ein bisschen doof, ein bisschen suboptimal. Ich mach mal so viel Platz, wie nur geht in meinem Dings kurz. Na gut, das war's auch schon wieder. Wir können aber mal ganz kurz eigentlich, Moment, noch ganz kurz, weil einfach man braucht halt viel Platz, viele Möbel. Ich habe ja schon jede Menge, wir haben ja auch die Mannequin von Ina und Sina. Da müssen wir auch mal wieder vorbeigucken, ne? Da waren wir schon ewig nicht mehr. So, einfach mal kurz weg damit. Und die muss auch weg. Gut, und das war's leider. Aber das heißt leider, das ist jetzt definitiv mehr als genug Platz für uns, für unser Inventar. Das Gute ist ja auch, ich muss jetzt nicht mehr runterlaufen, ich muss auch keinen Schrank aufstellen. Wir können nämlich einfach auf unser tolles Lager zugreifen und deswegen, das ist einer der Hauptgründe. Und natürlich, weil ein Kleiderschrank deutlich besser Dings passen. In einen Kleiderschrank passt natürlich deutlich besser Kleidung als Möbel. Erstens und zweitens kommen wir halt von überall hier ran. So, na dann. Achso, ich muss jetzt erstmal alles irgendwie aufstellen. Das ist ja hier ein bisschen umständlich in dem Spiel. Und dann müssen wir gucken, wie wir das Ganze machen, ne? So, da ist die Kommode. Ah, okay. Der kommt an die Wand. Das weiß ich nicht. Goldinsektikus. Ah ja, guck mal. Ah ja, der steht da genau richtig schon mal. Wunderbar. Deiner Bett, passt das hin? Sehr schön. Oh ja, also der Raum füllt und ich feiere das immer noch, wirklich das, na, was mache ich denn? Das ist ja eh das Schachset, ne? Das ist eher so, nicht so wichtig, sage ich mal. So, okay, die sieht sehr leer aus. Noch ein Designer-Tisch, okay. Ah, guck mal, es fehlt noch der Designer-Stuhl, oder? Mhm. Ich glaube schon, ja. So, jetzt muss ich die zwei Sachen noch ganz schnell hinstellen irgendwo. An die Wand.
Weil das können wir auch alles in dem Einstellungsmodus machen. Die brauche ich auf jeden Fall nochmal. Ja, auf jeden Fall. Ja, das Schachset passt eben auch noch ganz gut. Okay, na dann. Na, falsch. Probieren wir das Ganze nochmal. Na dann. Ab da rein. So, jetzt ist die Frage... Achso, ich wollte gerade wieder oben ziehen, aber es macht keinen Sinn. Ich glaube, es muss so rumstehen, ne? Dann können wir hier schon mal so eine Kommode hinstellen, wobei man sollte schon reinlaufen können und dann passt es wieder hier nicht. So. Oh mein Gott, ey, ich will das immer falsch machen. Nee. Hier hin. Hier hin. So. Ich finde es eigentlich ganz cool, so wie es hier ist. Mein Gott, ich ziehe immer falsch, ne? Dass wir hier so eine kleine Sitzecke machen. Was habe ich jetzt gerade gemacht? Weiß es schon gar nicht mehr. So. So. Und dann halt hier irgendwo die... Oh mein Gott, ich drücke immer falsch, ne? Boah, wir haben noch viel zu wenig Möbel. Viel zu wenig, ja krass. Wir brauchen noch eine Kommode, noch mehr Lautsprecher auf jeden Fall. Ja, das finde ich voll cool. Wirklich, das finde ich richtig cool. Na, also da passt es eher nicht. Aber hier so in die Ecke so ein paar Lautsprecher. Die Uhr... Ja, die geht halt leider nicht gerade. Kann ja hier erstmal hin, oder? Warte mal. Boah, wir brauchen ja noch so viele Items. Das habe ich jetzt auch nicht ganz erwartet. Aber so Sets, die geben halt richtig viele Punkte in falsche Richtung. Ja, ich kann es leider auch nicht runter machen. Das muss da oben bleiben. So. Freut's dich. Wunderbar. Mir gefällt's auch. Aber ein bisschen leer vielleicht noch, ne? So, dann können wir mal kurz gucken, was wir hier noch so reinstellen könnten. Eine Laute eventuell, die Instrumente. Kacheltrennwand. Oh, das könnte auch passen. Nee, auch nicht so ganz irgendwie. Schaukelpferd auch nicht, Wandregal. Eine Musikbox eventuell. So eine Säule nicht, nee, ein Kamin auch nicht so. Flachbildfernseher passt ganz gut. Die Lounge auch nicht. Teleskop. Vielleicht. Dann, Birkenfeige. Ja, so ein bisschen Grünzeug, das schadet ja nie. Nordfliese, das habe ich ja erst gekauft. Blumenkasten, nee. Auch nicht die... Oh, hier ist der Orient, was? Ups, naja. Was, Stufenschrank? Achso, ja. Gartenstuhl, Antikstanduhr, Knochen. Knochenfigur könnte noch passen. So. Dann wieder natürlich alles hinsperren. Also es ist ein bisschen unnötig, muss ich sagen. Warum kann ich denn nicht einfach auf mein Ding zugreifen, wenn ich da drin bin? Das verstehe ich nicht so ganz. Okay, die passt ja gar nicht. Wow. Das habe ich jetzt nicht erwartet, muss ich sagen. So, dann weg hier. Also vielleicht machen wir so einen Farbakzent, aber ich glaube, die Wand wird es dann wohl eher nicht. Ach, guck mal, die Laute haben wir. Die wurde ja heute angeboten von den zwei. Was, den kann man hinstellen? Ja, dann habe ich natürlich eine Idee. Okay. Ich muss jetzt mal ganz kurz hier schieben. Also ja, ich finde es schon mal gut, dass wir hier ein bisschen... Ja, guck mal, die Musikbox muss eigentlich da bleiben. So eine Feige. Was ist das? Oh ja, die passt hier auch ganz gut. Die ist simpel. Und es passt halt zu diesem cool ganz gut. Was haben wir da jetzt noch? Noch eine Figur? Was ist denn das? Hä? Ah ja, okay. Warum nicht? Passt, ist jetzt nicht so cool, sag ich mal, aber kann man machen. Na, Mann. Ah, guck mal. Ist das nicht sogar das, was ich hier habe? Habe ich die schon zweimal? Ich sehe es leider nicht. Aber wir gehen jetzt mal hier weg, weil das, ich fühle mich gerade sehr eingeengt. Doch, geil, okay, sehr cool. Dann, ich weiß nicht, irgendwie fühle ich das jetzt doch, dass das hier ist. Keine Ahnung. Kann ich gar nicht ganz nachvollziehen, warum eigentlich. Na, aber hier nicht so, weiß ich nicht, das gefällt mir. Eigentlich an der Wand ganz gut, muss ich ehrlich sagen. Dann du? Ja, das passt eigentlich so.
Das stört mich. Okay. Oh. Ah, so macht man das. Okay. Nee, das Bett muss dann doch nochmal hier hin. Damit wir eben den Fernseher auch noch irgendwo. Nee, das passt auch nicht. So. So. Da muss das eben genau nochmal gedreht werden. Na, doch so rum. Die Frage ist, kann ich den da draufstellen? Ja, ne? Ja, das ist dieses Bonusteil. Coole Geräusche, die man hier hinterlegt hat, muss ich mal kurz anmerken. So. Nee. Na komm. Hallo. Sorry Leute, beim Einrichten bin ich immer ein bisschen ruhiger als sonst, aber es ist, denke ich mal, nachvollziehbar. Ich muss sagen, den fühle ich jetzt am Boden schon mehr. So. Ah, dahinter kann ich doch das stellen. Warte, ich muss es bloß wieder richtig drehen können. Nee, eben nicht so, eben nicht so. Genau so. Ja, so finde ich das cool. Dann, das ist jetzt halt voll im Fenster, ne? Gar nicht so leicht alles, wirklich. Aber egal, das dann ist es halt so. Dann, ich brauche auf jeden Fall mehr Pflanzen. Das sehe ich schon wieder. Pflanzen machen es einfach heimisch. Das ist halt einfach Fakt. So, dann kann das ja vors Fenster. Ne, eben nicht das, sondern das hier. Na, oh Gott. Das hier, so. Und das kann dann. Nee, dann komme ich nicht mehr ins Bett rein. Das heißt, ich mache sowieso mal so. Und dann kann ich das da hinten reinstellen. Ja, das finde ich gut. So. Ja, da muss das hier auch nochmal verschoben werden mit dem hier. Ist ein bisschen doof, aber egal. Nee, es passt nicht. Also ich brauche wirklich mehr Grünzeug, definitiv. Mache ich denn jetzt hier? Das ist ein bisschen doof jetzt. Aber ich kann es ja so machen. Und dann doch die Laute dahin. So. Und da kommt dann doch. Also ich finde die Ecke hier mit der Musikbox echt cool eigentlich. Ja. Gut, die muss natürlich dann hier weg. Kann hier so eine Kleidungsecke bauen. Oder wir machen es so. Irgendwie. Ich will es jetzt mal so machen. Ja, das muss dann auch hier hin natürlich. Gut, dann würde ich das erstmal so lassen jetzt. Ein bisschen bunt ist es ja schon geworden, ne? Wow, er ist richtig stolz drauf. Ja, also das finde ich eigentlich gar nicht so schlecht. Also es nimmt ein bisschen Form an zumindest. Na, wobei, ich muss jetzt nochmal ganz kurz gucken. Das passt schon noch, gell? Dass wir da nochmal eine Couch hinmachen. Sehr cool. Dann kann ich da auch durchlaufen. Da läuft die Musik dann. Dann eher aber hier eigentlich. Schaut so ungleich aus. Ist es auch. Achso, wartet. Kann man ja noch fixen. So. Dann kann da noch eine zweite Couch hin. Dann brauchen wir noch Kleinigkeiten. Ja, aber wie gesagt, es passt so langsam. Es nimmt Form an. Dann würde ich sagen, holen wir uns jetzt noch schön. Moment, wie viel Uhr ist im Game? Ah, noch 5 Minuten. Na, dann gucken wir doch nochmal ins Lager, würde ich sagen. Aber wir haben halt echt nicht viel, ne? Also, die Sachen. Eigentlich den Alu-Koffer. Ganz ehrlich, für was sollte ich die Sachen behalten? Den Alu-Koffer und das Sparschwein. Passt halt hier ganz gut hin. Briefset eigentlich auch. Big Ben. Big Ben vielleicht, aber ich glaube eigentlich nicht. Ich weiß auch nicht, ob ich das hier hinstellen da kann, aber müssen wir mal gucken. Nee, also das ist definitiv nichts mehr dabei. Korinthersäule, nee. Nee. Ich weiß ja auch, wie die meisten Sachen ausschauen. Kuckucksuhr, Pfeffermühle, Blumenkasten. Irgendwie nicht so alles meins, muss ich sagen. Aber das wird jetzt eh schon richtig viele. Schauen wir die jetzt mal doch nochmal an.
Wird jetzt schon richtig viele Sachen auf jeden Fall, viele Dinger geben. Viele Punkte bei Ash. Finde ich schon mal cool. Wisst ihr was, das würde ich vielleicht nochmal bei Björn abgeben wollen. Eventuell gibt es da ja eine coolere Farbe zu. Genauso bei dem hier und bei dem hier. Und bei dem hier. Und bei dem hier. Wir können ja mal gucken, ne, was wir bei ihm abgeben könnten. Achso, da muss ich aber wieder diese... Ah, die habe ich noch. Ha. Ich gehe bei Björn vorbeigucken. Tag hoch, kann ich da nur sagen. So, ich möchte mal gucken, mein Lieber. Habe ich irgendwas? Na, da ist doch... Hast du doch was? Lol, als ob man die umgestalten kann. Nee. Nordwiese, Sparschwein und Karre-Trennwand. Ah ja, perfekt. Die, wegen der bin ich ja da. Was schleppst denn du da an? Was für ein Riesenteil. Ja. Dafür nehme ich 300... Was? Rundton? Was schlägst du vor? Wie wär's da mit Rot? Nein. Nee. Also. Ja, was schlägst du vor? Also Rot passt ja noch weniger. Oder kommt da jetzt was Neues? Wie wär's damit? Nope. Na dann gucken wir noch bei den anderen Sachen. Gar nichts ändern, bitte. Das Rot. Da kommt jetzt so ein. Ja, so ein Schwarz-Weiß-Ton halt, den man da noch machen kann. Da muss ich mir nochmal überlegen, ob ich das machen möchte. Aber egal. So. Können wir mal dieses Kachel anschauen, das wir für die Wand haben. Wobei ich will, mich würde es auch bei den anderen, bei den Dinos interessieren, ne? Sparschwein, gut ist halt rosa. Ah, das passt eigentlich auch nicht, ne? Nordfliese. So. Komm hier aus, aber sag mal, was du ändern möchtest. Kleidung verwenden. Was? Nee. Was schlägst du vor? Ein kariertes Design, ein Regentropfen-Design, ein Wellen-Design passt, glaube ich, ganz gut. Ja, komm, dann machen wir das jetzt einfach. Also das finde ich sehr interessant mit den, Dinos, mit den Fossilien. Das können wir mal testen in Zukunft. 30 Minuten. Also ich dachte gerade schon, hey, sowas habe ich doch gar nicht. Ach, da sind gerade so Pflanzen drauf, okay. So, ich würde sagen, ich glaube, ich muss mal meine Sachen auch billiger machen, aber das machen wir mal anders. Nee, das lasse ich alles so, wie es ist. Wir gehen jetzt nur noch zur Siegerauflösung, Sieger, was auch immer. 12.000, sehr schön, sehr gerne. Wir machen jetzt auch hier nichts billiger. Ich weiß, es verkauft sich gar nicht, aber irgendwann vielleicht ja doch. Ah, oh mein Gott, wir müssen ja noch so viel machen. Oh, sorry, Leute, der Part wird lang. Aber wir müssen jetzt auch noch zu Dings, zu Rosi. Ich habe mir aber vorher schon was überlegt. Denn sie ist tatsächlich, sorry, das ist jetzt leider keine Blind Reaction mehr, ich bin da jetzt einfach mal so ehrlich zu euch. Sie ist tatsächlich ein nicht selbstzufrieden. Genau der Charaktertyp, der uns noch gefehlt hat. Hiermit, das ist, ah ja, guck mal. Sehr schön, kein Problem, ich habe gerne mitgemacht. Auch wenn es nicht viel war, was ich gemacht habe. Da, sie ist nämlich zu Hause, sie ist heute nämlich auch erst eingezogen. Das heißt, sie sitzt noch auf ihren Kisten. Da, das dauert ja nicht lang. Rosi, schwungvoll, genau so heißt es. Und da sie eben so schwungvoll ist, dachte ich, ich rede sie mit ganz viel Energie und guck mal, wie unfassbar cute sie ist. Ich meine, diese übernatürlichen Charaktere sind nicht immer meins, aber sie ist schon ziemlich cute, muss ich sagen. Hört euch diese Augen an. So eine cute einfach. Bin gespannt, wie ich das jetzt hinbekomme. So. Hey, ein neuer Freund. Ich bin gerade hergezogen. Ich heiße Rosi. Du musst Noni sein, von dem ich schon so viel gehört habe. Viele, viele sagen, du wärst Hauptgrund, warum die Stadt in letzter Zeit so trendy geworden ist. Deswegen bin ich auch hierher gezogen, denn mit mir als Einwohnerin wird diese Stadt ein Ultra-Trendy. Und zwar spätestens dann, wenn ich alles ausgepackt habe. Also komme ich auf jeden Fall mal wieder, ne? Oh ja, gerne doch, Rosi. Morgen, wenn du wieder kommst, wird die Bude total super aussehen. Nuff, nuff, das ist eben auch so geil. Der Floskel, nuff, nuff. Na gut, Rosi, ich freue mich, dass du da bist. Du hast ja auch einen schönen Spot ausgesucht. Ich hatte schon Schiss, dass sie jetzt schon irgendwo, wo wir eigentlich wunderbar schön gestaltet haben, sich ins Lied wie zum Beispiel.
sage euch mal kurz eine Stelle. Weil ich meine, wir haben noch nicht so viel Spezifisches gestaltet, aber hier so irgendwo dazwischen fände ich schon ziemlich mies, weil ich mag die Stelle eigentlich so, wie sie ist. Ganz gerne. Oh, sie hat einen Floh. Naja, ich muss ja sagen, ich ignoriere sie schon so ein bisschen. So, ich liebe meinen Urlaubsvibe. Hier meine Urlaubsklamotten. Wir gehen jetzt rein. Und gucken mal, ob wir gewonnen haben, würde ich sagen. Meine Damen und Herren in der Kikus, Freunde und so, Siegerehrung. So, den spreche ich auch immer anders, wenn wir ihn sehen, ne? Aber ich kann es mir einfach nicht merken. Und ja, ach, guck mal, sie ist sogar Platz 2, hat sich einen Floh gefangen, weil sie sich so angeschenkt. Hiermit verkünde ich glücklich unseren Sieger der Reihe nach. Also, den dritten Platz belegt. Ich würde gerne den zweiten oder dritten nehmen. Mit einer Schnecke von 33, Coco. Super gemacht, Coco. Na gut, es war aber deutlich viel zu einfach, muss ich sagen. Ich habe einen Sekt gefangen, eins abgegeben und das hatte gleich 77 oder so. Na, bin ich ja mal gespannt, was die gute Irina, Elisa, Marina, so heißt sie. Hochnäsig ist sie auch noch. Waps, das ist schon ein cooler Gostel. Naja, wir sollten mal wieder aufpassen. Es ist mir eine Ehre, dir den Silberpokal zu überreichen. Ich weiß jetzt gar nicht, was sie gefangen hatte. Hab ehrlich nicht aufgepasst, oder kommt es noch? Naja, gut gemacht, auf jeden Fall auch Marina. Und jetzt kommen wir zu mir. Gratulation, du hast es heute richtig ins Zeug gelegt und weit gebracht. Jawohl, jawohl. Trommelwirbel, den ersten Platz belegt. Oh, 72 Punkte. Ja, auch sonst. Moni. Ja klar, so was bekomme ich jetzt. Ehrlich, ich krieg den nochmal. Lame. Hätte ich jetzt lieber den Silberpokal. Ja gut, dann werde ich den wahrscheinlich einlagern. Oder so, keine Ahnung. Ja, der schaut jetzt nicht anders aus zu dem da vorne. Letztes Mal ein Schmetterling drauf. Wäre cool, wenn jetzt da was anderes drauf wäre. So eine Zikade zum Beispiel. Sehr witzig auf jeden Fall. Aber gut, Leute, damit haben wir heute richtig viel geschafft. Wir haben eine neue Bewohnerin, eine Sexy-Kostümier und... Ah, unser Haus eigentlich. Ich dachte mir gerade, das haben wir eigentlich die ganze Zeit gemacht heute. Eigentlich gar nichts geschafft, weil ich so von außen gedacht habe, so, was geht denn außen ab gerade so? Was haben wir außen gemacht in der Stadt, in der Gestaltung der Stadt? Na, gar nichts eigentlich, ne? Aber gut, Leute, vielen Dank fürs Ansehen. Wir sehen uns bei einer neuen Folge wieder. Dann hoffentlich auch mit der guten Rosi in der Stadt, wie sie hier rumwatschelt. Ich freue mich drauf. Sie ist ein Hund, eine Hündin eigentlich, wenn man genau nimmt. Und ja, sowas hatten wir auch noch nicht. Deswegen freue ich mich mega über sie. Wir sehen uns bald schon wieder. Habt einen schönen Tag und ciao.